Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 37 von Voxel Tycoon. Ja, letztes Mal haben wir hier Linie gemacht, die hier unten hingefahren ist, nach Wirges Abzweich. Da müssen wir noch ein bisschen kontrollieren, weil hier ist ja noch so ein rotes Symbol am Blinken, ob da richtig angeliefert wird. Das müssen wir gleich mal schauen nach dem Intro. Ne? Hier fahren die LKWs, mal gucken, was dabei rumkommt. Ne? Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir das an. Bis gleich. So, wir können auf jeden Fall ein bisschen schneller laufen lassen. Und dann gucken wir mal. Da kommt schon mal ein LKW angefahren. Ne, der fährt richtig. Der müsste jetzt hier die Bretter abliefern. Aber stopp mal, der andere LKW. Der liefert nicht ab, weil der das Falsche drauf hat. Bitte Bretter. Das andere ist ja gefräst ab 2, ne, oder? Ja, das passt. Da kommt noch einer. Ne, der hat die Bretter gehabt, aber der hier, der ist auch falsch. Auch Bretter. Ich hoffe, jetzt passt's. Da kommt ein Holz-LKW, aber der fährt wahrscheinlich dahin. Ja, genau. Der auch und der hat Bretter, oder? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Haben abgeliefert. Er hat keine gekriegt, ist leer, okay. 114 Tage, schrecklich, ist schon erledigt. Ich glaube, das wird schon klappen. Und jetzt steht hier wieder einer. Da müssen wir noch den Haken da raus machen. Hat keinen Sinn hier. So. Die fahren alle auch leer. Das ist schon mal gut, weil das macht anders ja keinen Sinn, haben wir festgestellt. Wieso geht es hier nicht weiter? Warum fährt er nicht rein? Doch, der fährt jetzt rein. Alles klar. Der musste erst warten, bis der andere weg ist. Jetzt waren die hier auch wieder, ne? Die drei fahren dahin, aber das passt, ne? Der kommt leer, der kommt leer, der kommt leer. Das ist alles richtig. Wir müssen nur aufpassen, dass keiner voll zurückkommt. Dann ist nämlich irgendwas faul. Wo fahren die drei denn hin? Da oben? Gibt es denn hier sowas überhaupt zum Abliefern? Ah ja, doch, da. Wo ist das? Ah, hier ist das Lagergebäude. Ja. Im Lager 9. Okay, das sieht gut aus. Der lädt auch ab. Alles ist gut. Dann haben wir das da schon mal in den Griff gekriegt, ne? Oh, schickes Fußballstadion. Okay. So, was macht denn unsere neue Stadt? Die war hier oben. Die Anlieferung hier geht wohl. Kommen mit 2 LKWs dahin. Rein theoretisch könnte man da noch einen mehr draufsetzen, oder? Geld wäre auch nicht das Problem. Jetzt müssen wir noch gucken, was hatten wir hier? Steine. Konnten wir Steine liefern? Ich glaube noch nicht, ne? Haben wir noch nicht gehabt, oder? Wir hatten Kohle, wir hatten Eisen. Und Holz, Kohle und hier ist Eisenerz. Passt. Das heißt, das nächste, was wir jetzt machen, ist hier Stein abbauen. Ressourcengewinnung, Eisenmine, Kohlemine, Sägewerke. Gibt's gar nicht, oder was? Okay, das würde bedeuten, wir müssen bei der Forschung schauen, dass wir da weiterkommen. Was macht denn unsere Forschung überhaupt? Wo ist die? Hier ist die. Okay, da kommen jetzt Holzbretter zurzeit hin. Aber 51 von 135, das dauert noch ein bisschen. Melrichstadt Anbau. Insolvenz vermieden, alles klar. Die kriegen Eisenbarren, okay. Statistik brauche ich jetzt nicht. Da ist die Laterne ausgefallen. Jetzt ist sie wieder da. Da sind auch Eisenbahnen. Was forschen wir denn gerade dann? Holzbearbeitung. Insolvenz da auch vermieden.
Fahrzeugersetzung. Okay, da ist wohl alles noch im Guten. Hauptquartier ist klar, aber ich wollte eigentlich wissen, was wir gerade forschen. Achso, hier steht es ja, ne? Holzverarbeitung. Historie. Stahl haben wir schon, haben wir schon. Keine Ahnung, was das gut ist für. Labor 1, aber neue Forschung starten. Bergbau 2, Steinverarbeitung wäre hier. Ein Brecher. Die haben wir noch nicht, ne? Okay. Dann können wir Beton herstellen. Was braucht man dafür? Stein. Wie komme ich an Stein, wenn ich das noch nicht habe? Ach so, warte mal. Förderband. Bergbau. Kupfermine. Steinbruch. Aha, das heißt, da müssen wir erst hin. Bergbau 2 brauchen wir dann erst. Alles klar, das lassen wir also sein. Wir sind noch hier, dürfen noch mit ein paar Sachen beschäftigt. So 80 Stück, 82. Fahrzeug ist unrentabel. Welches ist es? Oh Gott, hier stehen sie wieder. Okay, das heißt Details, nee, Fahrplan, bearbeiten und nicht vollladen und fahren. Da ist der nächste. Bearbeiten, nicht vollladen. Okay. Jetzt fahren sie auf jeden Fall alle, ne? Und wieso kommt hier kein Zug? Was ist hier irgendwo schief gelaufen? Aha, da steht einer. Was geht hier jetzt gerade nicht? Der kann nicht nach da fahren, weil wo was belegt ist. Gleise, Signale. Kompliziert, ne? Da kann ich keins hinbauen. Okay, jetzt fährt der ein Stück weiter. Bringt mir aber auch nichts, weil der jetzt da im Weg steht. Und da ist schon der nächste. Das bedeutet, wir müssten mal gerade vielleicht dieses abreißen. Geht auch, gut. Und dann schauen wir mal. Nochmal ein Gleis. Kriegen wir das hier so gerade rübergezogen? Ja. Jetzt hat der da aber angehalten und ich weiß noch nicht warum. Ja, gute Frage, ne? Zieht er sich selber da oder was? Jetzt geht's. So, dann reißen wir dieses Stück mal gerade wieder ab hier. Das auch. Und jetzt müssten wir hier schauen. So mit dem Gleis. Hier einfach rüberkommen nach da. So, nochmal Signale aufnehmen. Da. Und da auch. Ich hoffe, jetzt passt's, oder? Da darf der gar nicht hinfahren, also. Aber das Signal ist nur dafür da, ne? Ah, doch, jetzt geht's. Gut. Sieht erstmal gut aus, dass es jetzt da läuft. Hier läuft's auf jeden Fall auch. Jetzt ist hier wieder kein Zug drin, ne? Kein Mensch weiß warum. Da ist er. Können wir das hier nochmal signalisieren weiter vorne?
Hier gehen keine Signale dran, aber hier. Fahr mal schneller. Der fährt erst da rein, wenn zwei Abschnitte frei sind. Das passt ja dann, ne? Oder? Ist das auch ein Zwei-Abschnitt-Signal? Dann wäre das nicht richtig, oder? Das steht ja immer auf Rot. Ich glaube, das kann man wegreißen. Das war noch von daher rührend, dass nur eine Dingens war, oder? Ich glaube, ich habe eben immer das falsche Signal gebaut. Kann das sein? Ah. Ich habe immer Vorsignale jetzt gebaut. Kann das sein? Ja, sieht stark danach aus. Da brauchen wir keine Vorsignale. Die sind richtig. Das ist mit Vorsignal, das ist auch richtig, das passt. Wo ist da? Ist noch ein falsches Signal. Also falsch ist das nicht, das ist richtig, aber das ist veraltet, würde ich jetzt mal sagen. Machen wir mal so. Das ist richtig. Das hier ist falsch. Das ist auch falsch. 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 Das ist falsch. So, jetzt das richtige Signal erstmal setzen. Das ist hier. Hier muss so eins hin. Und da auch so eins, weil der soll erst darüber fahren, wenn der ist. Und hier muss das eigentlich auch so hin. Und hier muss das auch so hin. Und das normale dahinter muss weg. Der darf erst da fahren, wenn beide Abschnitte frei sind. So macht das Sinn. Sonst blockiert er ja die Kreuzung hier, ne? So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Der fährt durch, weil frei. Der fährt jetzt nicht durch, weil... Ah, wir müssen hier noch Signale setzen. Wir müssen hier noch Signale setzen. Und ruhig Vorsignale. Jetzt fährt der rein. Jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es hier. Sieht erstmal gut aus. Fahrzeug 43 ist unrentabel. Wo ist Fahrzeug 43? Das ist der da. Was soll der liefern? Eisenerz. Eisenbau. Gefräßabzweig fährt er jetzt und dann? Kriegt er da welche? Das ist die Frage. Nö. Kommt überhaupt Eisenbahn hin? Eigentlich nicht, oder? Da gibt es nur Schüttgut. Wo fährt denn der jetzt hin? Möglichstadt Nord ist da.
Da werden aber Eisenbahnen gebraucht, aber hier unten werden keine angeliefert. Bretter, Balken, Holz, Balken, Balken, Eisenbahn, da. Aber keiner bringt, doch, da sind ja welche drin, alles klar, nee, dann passt's. Dann ist ja alles richtig. Okay, dann fahren die halt unrentabel, ist klar, weil hier zu wenig angeliefert wird wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir aber dann weiter gucken, wie wir mit unserem Steinbruch vorankommen, oder? Industrie war hier. Verarbeitung. Ah, da war ein Steinding und das ist jetzt kaputt. Okay, dann ist das halt so. Und hier? 135 Tage, schrecklich. Keiner liefert hier an. Logistik ist auch niemand in der Nähe. Das bedeutet, wir müssen hier ein Terminal bauen. Da ist ein Terminal, das so ist. Da ist eins, das so ist. Tendenziell ist es wirklich, dass es so am besten wäre, ne? Nur das kostet uns ein Schweinemoos, wenn wir das abreißen da. Ich glaube, das würde schon zu sehr überlappen. Also es ist schon hier ganz gut gewählt, wenn... Zack. Gefräß unten ist das jetzt. Jetzt brauchen wir ein neues Auto. Und das können wir erstmal zumachen. Garage. Das ist doch das passende Auto, ne? Bearbeiten. Und das müssen wir gleich noch umbenennen. Ne, machen wir nicht bearbeiten, dann so. Und dann hier. Individuelle Route nehmen wir auch nicht. Ah doch, müssen wir schon, ne? Oder? Nee. Bearbeiten machen wir. Route umbenennen. Das machen wir gleich. Gefräßabzweig ist unser Zug, ne? Ja. Das heißt... Das müssen wir löschen. Meldrich statt Nord, weil da muss halt hinzufügen der sein. Und der ist entladen. Und hier ist Laden. Und das Ganze heißt dann Eisenbahn zu Meldrich statt Nord. Eisenbahn zu. Okay, Fräs unten. Passt. Okay. Läuft, fährt. Folgen wir dem mal gerade. Ist langsam, dann machen wir mal schnell. Und der hat noch falsche Ware drauf, sehe ich gerade, weil der muss Eisenbahn machen. Jetzt ist sie weg. Es ist nur zu hoffen, dass da auch was da ist, was er abholen kann, ne? Ah, da kommt auf jeden Fall ein Zug mit Eisenbahn. Ah, erste Eisenbahnlieferung kam da auch irgendwo an. Ah. Gefräßabzweig soll er hinfahren. Hoffentlich kommt er jetzt nicht zu spät und es gibt keine mehr, ne? Es gibt keine mehr. Du glaubst es doch nicht. Der Zug hat keine. Da kommt einer. Und der ist eher da. Das ist schon mal gut. Jetzt kriegt er endlich welche. Sehr gut. Okay, dann kriegen wir die erste Lieferung da oben hin, würde ich sagen. Wo sie auch hin soll. Nach Gefräß unten, nicht da oben.
So, das war jetzt die erste Lieferung hier. Eisenbahn zu Gefräß unten war das. Gut. Jetzt holen wir uns gerade noch schnell einen zweiten Wagen rein. Weil einer reicht nicht. Eisenbahn zu Gefräß unten. Fahren und Eisenbahn ausgesucht. Und wo ist er? Da schon, sehr gut. Okay, da brauchen wir nicht hinterher gucken, das wird ja wohl funktionieren, ne? So, Fahrzeug ist unrentabel, ja, ist klar. Ne, das ist alles passend. Holzträger am Rande der Insolvenz. Wieso kommen da keine Holzsachen hin? Wirkes Anbau. Holzträger nach Wirkes Anbau. Okay, das bedeutet, da fehlt das. Ein Fahrzeug bitte kaufen. Den hier. Und dann. Das war da. Die Logistik von dem ist Wirges Anbau. Holzträger zu Wirges Anbau. Da steht zwar jetzt Bretter, aber das ist erstmal egal. Und lassen wir mal fahren. Ne, das war verkehrt, das bleibt so. Bearbeiten ist nur hier. Träger. Wirgesanbau. Okay, jetzt gucken wir, dass der was kriegt. Der hat auf jeden Fall schon was geladen. Ist nur die Frage, wo kriegt das weg? Von Wirgesanbau noch melde ich Stadt Süd. Das ist natürlich doof. Wenn er gleich leer ist, tue ich den bearbeiten. Obwohl, der fährt ja trotzdem noch, ne? Halt hinzufügen ist. Wo ist jetzt unser Zug? Da ist Laden. Und das hier löschen und dann okay. Jetzt mitfahren. Gefräß akzeptiert jetzt Stein, nach Forschung verfügbar. Das können wir erstmal, glaube ich, alles zumachen. Hier ist noch einer, der ist mit Vollladen unterwegs. Gut, das läuft. Und der fährt jetzt wohin? Nach Wirges Anbau. Achso, doch, da passt's. Hätte man auch von da direkt beliefern können, ne? Aber das reicht wohl nicht. Okay, der kriegt seine Ware jetzt hier auch, ne? Wie wir sehen, ist da ja was drin. Dann sollte das in 153 Tagen erübrigt sein. So, dann würde ich aber sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Hier sind die Steine, glaube ich, die wir brauchen, ne? Aber das müssen wir dann machen. Schreibt gerne Kommentare, macht ein Abo und macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare, hatte ich schon gesagt, und auf anderen Kanälen das Video teilen ist auch ganz schön. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Bis dann, ciao!